Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video hier von Gran Canaria, unserer gemeinsamen Lieblingsinsel im Atlantischen Ozean. Es ist Sonntag, der 21. Januar, es ist 12.30 Uhr, wir haben 23 Grad im Schatten, absolutes Traumwetter. Ich zeige euch heute Puerto Rico und auch etwas den Playa de Amadores Strand. Ich freue mich darauf. Ich hoffe, ihr habt gute Laune. Wenn nicht, hoffe ich, dass sie mit diesem Video etwas steigen wird. Viel Spaß dabei, geht mit mir meine Runde und ich freue mich darauf. Auf geht's! Ja, wie einige schon erkennen werden, befinde ich mich jetzt oberhalb von Puerto Rico, dieser kleinen Stadt, die für den Tourismus in den 70er Jahren hier in den Barranco gebaut worden ist. Und ja, es ist auf jeden Fall einen Ausflug wert. Wir haben hier zwei große Shoppingcenter, die ich euch auch noch zeigen werde, wo die sind. Wir haben zwei Sporthäfen, viele Restaurants und ja, eigentlich alles, was das Touristenherz begehrt. Genau, hier unten ziemlich in der Mitte, dieses große Center ist das ursprüngliche Shoppingcenter Puerto Rico, so heißt es auch. Und daneben, das werde ich euch gleich noch von unten zeigen, quasi dort, ist dann die Morgan Mall. Die wurde eröffnet im November 2019 auf 18.000 Quadratmetern Ladenfläche. Und oder ich glaube, es ist die Gesamtfläche des Shoppingcenters mit 800 Parkplätzen. Also wirklich, da ist was Tolles entstanden und die Leute lieben es. Es kommen zeitweise bis zu 15.000 Besucher am Tag in dieses Einkaufszentrum. In der Ferne, dort hinten, seht ihr die GC1. Die Autobahn führt nach Maspalomas. Ich bin gerade von Maspalomas gekommen und bin etwa 15 Minuten gefahren und es sind circa, denke ich, auch so 10 bis 15 Kilometer von Maspalomas, Playa de Ingles, hier nach Morgan. Entschuldigung, nach Puerto Rico. Wir sind ja in Puerto Rico. Genau. Ja, und auf der anderen Seite, auf diesem Hügel, haben wir einen schönen Ausblick auf die Berge und über den Golfplatz von Tauro. Das zeige ich euch auch gerade, bevor wir dann nach unten fahren und ich euch Puerto Rico zeige. Ja, hier oben auch ein paar Leute, die das schöne Wetter genießen, sommerliche Temperaturen. Also wirklich schön. Hier unten sieht man auch die Autobahn, wie sie quasi, wenn man durch den Tunnel durchkommt, kommt man hier vorne raus, direkt am Golfplatz von Tauro. Ein großer 18-Loch-Golfplatz. Also man sieht, dass das geht da hinten weiter, quasi bis, ja, bis so an den Fuße der Berge. Hier unten ist dann die Driving Range, hier üben die Golfspieler ihre Abschläge. Und es soll ein sehr beliebter Golfplatz sein. Ich war da noch nie, zumindest habe ich da nie gespielt, sagen wir es mal so. Soll sehr schön sein. Ja, und ihr seht, das ist hier relativ karg alles, weil es regnet sehr, sehr selten. Wir hatten jetzt kürzlich ein bisschen Regen, das reicht aber nicht, dass wir hier eine tolle Vegetation bekommen. Die haben wir allerdings im Norden der Insel. Da schaut es dann aus wie im Schwarzwald. Auch da werde ich demnächst ein schönes Video machen, denn ich habe mir eine neue Kamera bestellt, und zwar die Insta 360. Und mal schauen, was die uns für Bilder bringt. Ja, man muss wissen, wenn man in Puerto Rico Urlaub macht oder etwas kauft, auch zum Wohnen, man hat natürlich immer den Hügel, wo man hoch und runter muss. Das ist dann für Leute, die nicht so gut zu Fuß sind, eher etwas unpraktisch. Ich mag Puerto Rico, hier kann man gerne einen schönen Tag verbringen. Aber ich persönlich, und das ist meine absolut persönliche Meinung, möchte hier wirklich nicht wohnen. Ja, wie soll ich sagen, mir ist es dann doch etwas zu touristisch und auch zu lebhaft. Ja, das haben wir in Playa de Ingles natürlich auch. Aber dadurch, dass ich auch dann immer noch die Berge hochkraxeln müsste hier und fahren müsste, das wäre mir eigentlich ein bisschen zu umständlich. Aber das ist natürlich immer Geschmackssache.
Denn hier oben gibt es auch, aber das sind alles Ferienwohnungen. Alles, was ihr seht, sind Ferienwohnungen hier oben auf dem Berg. Prima. Und wir fahren jetzt runter in die Stadt. Puerto Base. Einer der beiden Sporthäfen hier unten in Puerto Rico. Da vorne seht ihr die ganzen Ausflugsschiffe, Hochseeangeln, zum Jetski, Partyboot, Piratenboot, was es nicht alles gibt. Parasailing, also die ganzen Wassersportarten könnt ihr hier auf jeden Fall betreiben. Dafür ist Puerto Rico bekannt, dass man das machen kann. Auch die Afrika, glaube ich, heißt dieses Partyboot, liegt hier vorne. Da hat schon der ein oder andere Freund von mir nicht mehr sicher vom Boot geschafft. Zumindest hatten sie am Ende runde Füße. Ja, schaut mal, schön hier, gell? Die Möwen schreien nach Futter und klauen kleinen Kindern das Eis aus der Hand. Ja, süß, gell? Kleiner Sporthafen. Puerto Base. So schaut das Ganze hier aus. Da vorne im Übrigen kann ich euch auch empfehlen, direkt vorne an diesem kleinen Hafen gibt es ein gutes indisches Restaurant. Da waren wir schon 2-3 Mal, das war echt immer super. Darum kann ich es auch empfehlen. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, es ist schon eine Weile her, aber es war immer gut. Genau, hier fährt auch gerade ein Glasbottom-Boot los. Das ist die kleine Fähre, die ihr vorne seht. Die pendelt zwischen, oder wir sind jetzt in Puerto Rico, die fährt zum Beispiel nach Mogán, Puerto de Mogán, Agin. Da ist die Fähre unterwegs. Da steht es auch dran zum Anfi-Strand, Puerto Rico. Und die haben dann entsprechende Abfahrtzeiten hier. Ah, hier unten steht das alles. Genau. Preise weiß ich gar nicht, 10, 12 Euro meine ich, ist das Ticket. Und macht Spaß, man fährt an der Westküste entlang, man sieht ein bisschen was. Es gibt einen Glasboden in diesem Boot, so sieht man auch, kann man unter Wasser auch ein bisschen was sehen, aber wartet euch nicht zu viel. Und da liegen die ganzen Touristenboote hier. Macht Spaß, machen wir immer wieder mal. Ist preiswert und ja, man ist auf dem Meer unterwegs, ist wirklich schön. Da hinten liegt das Piratenboot. Da hinten, wo haben wir es? Da. Da hinten ist das Piratenboot. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Partyschiff. Und wenn man jetzt mit dem Boot weiterfährt zur Playa Amadores, was möglich ist, dann fährt man hier rechts raus und um diesen kleinen Felsen herum kommt schon die nächste Bucht, Playa del Amadores. Und da spiele ich euch jetzt ein kleines Video ein, das hatte ich heute auch gedreht. Playa Amadores Beach. Schaut mal rein und dann machen wir hier weiter. Thank you.
Und hier liegen jetzt quasi die Touristen oder Einheimischen auf, oben auf dem Weg mit Sonnenliegen. Ich meine, kostet 7,50 Euro zwei Liegen und einen Schirm, das ist überall etwa ähnlich, würde ich sagen. Bin zu selten am Strand oder leihe mir zu selten Sonnenliegen aus. Da kann ich es nicht so genau sagen. Und dahinter ist natürlich auch Sandstrand. Also die Bucht hat Sandstrand, wo man sich dann eben auch hinlegen kann. In Puerto Rico sind vorrangig Engländer unterwegs. Wir haben viele Engländer hier in Puerto Rico, aber auch Deutsche und andere Nationalitäten. Aber die Engländer sind ja schon sehr stark vertreten, würde ich sagen. Ach, da sehe ich es gerade auf der Werbung. Thai Palace heißt der Inder, wo ich so gern essen bin. Da kommt eine Mauer, mal runterspringen. Hops. So. Und wir gehen mal weiter in Richtung kleine Stadt. Auch hier tobt das Leben, würde ich sagen. Strand voll, Bar voll, Restaurants voll, alles voll. Klar, wem kann man es denn verdenken bei diesem schönen Wetter? Was soll man da im Hotel sitzen? Mogán, genau, das ist nämlich die Gemeinde Mogán hier. Da gehört Puerto Rico dazu. Die kleinen Sparsupermärkte haben wir überall hier. Teilweise ganz neu, also die Firma investiert und modernisiert alle ihre Supermärkte, die werden richtig schön. Da zeige ich euch noch einen tollen Markt, auch wenn wir jetzt gleich zum Shopping Center hochkommen. Da hat das Spar einen Delikatessladen gebaut, würde ich mal sagen. Also ist echt toll. Sehen wir gleich. Uralte Bäume. Also die sind sicherlich nicht erst in den 70ern gepflanzt worden. Riesig groß, sehr schön. Wir freuen uns ja über alles, was grün ist hier auf der Insel. Im Übrigen auch alles künstlich bewässert. Denn ohne künstliche Bewässerung wächst hier unten im Süden nichts. Oft fragen mich auch Leute, wie sind denn die Wasserpreise eigentlich hier auf Gran Canaria? Und gibt es denn genug? Gerade Käufer, die sich vielleicht Immobilie kaufen. Man macht sich ja doch so seine Gedanken, ob man auch später noch genug Wasser hat. Denn wir reden ja immer von steigenden Tourismuszahlen. Ich meine, im Jahr 2023 hatten wir ein Rekordjahr an Fluggästen. 43 oder 48 Millionen, müsste ich nochmal nachschauen. 43 oder 48 Millionen Fluggäste sind, hat man gezählt, im Jahr 2023. Und dann macht sich schon der ein oder andere mal Sorgen, haben wir denn genug Wasser? Aber da können wir ja auch schon beruhigen, denn wir haben Meerwasserentsalzungsanlagen und daher kommt unser Trinkwasser. Ohne dem würde es nicht funktionieren. Dafür ist die Insel dann doch zu trocken, auch wenn wir Stauseen in den Bergen haben. Aber es reicht halt nicht aus. Ja, wir haben schon einen recht hohen Wasserverbrauch hier auf Gran Canaria. Hotels haben generell einen hohen Wasserverbrauch. Ja gut, und was zahlen wir zu Hause an Wasser? Also wir haben ja nur kein großes Haus. Also der Garten muss trotzdem bewässert werden. Der Garten ist auch übertrieben. Also das sind so die Pflanzen, die wir haben, die Beete. Und naja, zwei Personen, was verbrauchen wir da an Wasser? Ich denke, es sind so 20 Euro im Monat vielleicht. Es gibt auch einen Unterschied zwischen Residentenwasser und touristischem Wasser. Wenn man hier wohnt, seinen Hauptwohnsitz in dieser jeweiligen Wohnung hat, bekommt man einen besseren Wasserpreis. Aber dazu habe ich auch mal einen Blogbeitrag geschrieben auf meiner Internetseite bei Sunwelt Immobilien, also unter Blogs. Da habe ich das Thema mal sehr gut und genau beschrieben, wie sich das mit dem Wasser verhält, wo das herkommt und so weiter. Also wen das interessiert, schaut gerne mal rein. Gibt es ein paar Infos dazu. Findet ihr auch andere Blogbeiträge. Viel, viel Zeugs rund um die Insel
und natürlich um das Thema Immobilien. Ja, und was das Thema Energie anbetrifft, Strom, sind wir ja auch sehr, sehr gut aufgestellt. Immer mehr, ich habe es glaube ich auch schon mal in einem Video erwähnt, man weiß ja gar nicht, was man in den Videos so quatscht manchmal, zumindest nicht mehr Monate später. Photovoltaik ist mega im Kommen, überall, aber wenn nicht hier, wo dann? Und viele Leute sagen ja auch, Mensch, oder fragen auch, warum habt ihr nicht noch mehr Sonnenenergie oder warum wird nicht noch mehr Sonnenenergie auf Gran Canaria genutzt? Aber das kommt jetzt, aber mit Karacho, sagt man doch so schön. Es werden große Felder gebaut, es gibt Subventionen für die Solar- und Photovoltaikanlagen, wenn man sie zu Hause installiert. Wir haben jetzt auch kürzlich eine installiert, vor einem Jahr. Ich warte zwar noch auf die Förderung, auf die Rückerstattung, die Subventionen. Die haben, glaube ich, 60% ausgemacht. Also, und dadurch, dass ich ein Hybridauto habe, kann ich da auch das Auto mitladen. 60 Kilometer passen rein, da komme ich schon ganz gut mit hin. Also, super Sache und ich habe eine Stromrechnung von 20 Euro im Monat. Und investiert habe ich dann, wenn die Förderung zurückkommt, etwa 8.000 Euro. 15.000 war die Anlage, 15.500 und ja, eben. So schaut das Ganze aus. Da gibt es dann ein bisschen was zurück. Da habe ich 8.000 Euro investiert, hat sich das bald amortisiert und dem Umweltschutzdienst halt auch. Also alles super. Darum, wer da interessiert ist. Auch dazu habe ich einen Blogbeitrag, ich will nicht auf meinen Blog da verweisen, aber auch dazu habe ich einen Blogbeitrag geschrieben, der handelt genau um dieses Thema, wer sich da interessiert. Ja, wie ihr seht, schöne Parks, könnten, also ich kann ja nicht immer nur sagen, es ist alles schön, man muss ja auch ein bisschen realistisch sein, also hier und da würde ich mir auch von unserer Gemeinde, der hiesigen und auch der in San Bartolomé de Tirajana, in Maspalomas, einen besseren Pflegezustand erhoffen. Es tut sich eine Menge, es ist viel, viel besser geworden, aber dennoch, finde ich, kann man noch besser pflegen. Das reicht mir ehrlich gesagt nicht aus, weil wir sind eine Touristenregion, es kommt Geld in die Kasse und die Konkurrenz schläft halt auch nicht, gell? Andere Destinationen geben sich auch sehr, sehr viel Mühe und ihr wisst ja, das ist auch meine Philosophie. Das habe ich von meinem damaligen Chef gelernt. Er hat immer gesagt, Herr Derichs, Stillstand ist Rückschritt. Und er hat absolut recht, man muss sich immer weiterentwickeln. Wenn man das nicht tut, andere machen es und man hat am Ende das Problem. Und dann darf man nicht jammern, wenn doch mal der ein oder andere Urlauber nicht mehr kommt. Also bei allem, was hier wirklich sehr, sehr schön ist und über das Wetter brauchen wir sowieso nicht zu reden, kann man hier und da noch mehr tun. Aber es passiert auch immer mehr. Also ich will jetzt nicht meckern, alles gut. Es geht weiter. Und hier haben wir den Angry Birds Activity Park. Ich habe schon gesehen, die Kinder, die machen da hinten eine Schaumparty. Also viele Attraktionen für die Kleinen hier. Ich vergesse das manchmal in den Videos zu erwähnen, weil ich nun selbst keine Kinder habe. Aber Gott sei Dank sind ja viele dabei, die auch Kinder haben. Und deshalb geht da mal hin, macht dir den Kleinen echt eine Freude. Ich war selbst noch nicht drin, aber ich sehe, da ist was los. Die kleinen Racker. Angry Birds Activity Park hier in Puerto Rico. In Maspalomas haben wir auch einen Park für Kinder, fällt mir gerade ein, das Holiday World mit dem großen Riesenrad. Das wurde vor ein paar Jahren jetzt erst komplett modernisiert, alles erneuert. Und auch da werden die Kinder richtig Spaß haben. Ich meine, man bezahlt da einmal Eintritt und kann dann alle Attraktionen oder Fahrgeschäfte nutzen. Das sollte auch für die Kleinen echt richtig Spaß machen. Und für den Papa gibt es natürlich ein Bierchen, da gibt es noch einen Gastromarkt mit Restaurants und allem drum und dran. Und die Mama kann einen Wein trinken oder zwei Wein. Die Frauen trinken in der Regel etwas mehr als die Männer. Ja, so. Und gehen wir mal weiter. Hier ist der Eingang. Schaut mal, hier ist der Eingang. Activity Park. Activity Park. Ah, hier, schaut mal. Da gibt es auch eine Preisliste. Eine Preisliste. 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Und das staffelt sich dann je nach Alter. 17 Euro ist der höchste Preis. Bei den 3 bis 4, bei den 5 bis 13-Jährigen. Und wenn Oma und Opa mit rein wollen, kostet es 9 Euro. Ach, übrigens, das ist Angry Bird. Hier, der Rote, der hier so böse guckt. Erinnert mich spontan an Olaf Scholz. Was meint ihr? Ja, er hat doch allen Grund, böse zu gucken. Unser Kanzler der Herzen. Ach ja, hier ist er nochmal. Schaut mal, hier ist die ganze Politprominenz. Olaf Scholz. Und hier ist die Ricarda Lang hier unten. Na, schaut mal, wie süß ist sie doch. Und wenn sie jetzt nur durchgucken würde, das wäre ja ein Bild für die Götter. Olaf Scholz, Ricarda Lang. Ja, von den Schwarzen ist keiner in der Partei. Ach, hier oben, unser Finanzminister. Ja, guckt wie der Geier. Er will eure Kohle haben. Naja, Wahnsinn. Wenn es nicht so schlimm wäre, man kann es ja nur mit Sarkasmus ertragen, was da so politisch in Deutschland läuft. Ich könnte mich schon wieder in Rage reden, aber ich will mich ja gar nicht wiederholen. Das habe ich in anderen Videos ja auch schon gesagt. Dass mich permanent die Leute ansprechen, wir wollen nur noch weg. Wir haben die Nase voll. Ab nach Gran Canaria, da scheint die Sonne. Auch wenn hier nicht alles perfekt ist, aber zumindest scheint die Sonne. Und man muss nicht noch in die tristen Gesichter schauen der Menschen in Deutschland, weil ist ja ganz klar, ich würde ja auch nicht fröhlicher schauen, wenn ich da das Regenwetter habe und dann solche Menschen, die das Land voranbringen sollen. Das ist unglaublich. Na gut, wir werden nicht politisch, wir machen weiter hier und kommen jetzt Richtung Shoppingcenter. Richtung Shoppingcenter Puerto Rico, das haben die renoviert vor kurzem. Die Ruhe vor dem Sturm. Hier auf diesem Platze gibt es abends Live-Musik und da ist richtig was los. Die vielen Stühle und Tische sind dann belegt. Die Leute sind jetzt natürlich am Strand und abends brennt hier die Luft. Die Leute trinken Kaffee in der Sonne. Das ist wirklich schön und ihr seht das auch schon an den Karten hier. Das ist norwegische Karte, Englisch, also viele Nordländer hier aus England und Skandinavien. Ja, wenn ich das immer wieder sehe, kann ich einfach nur an die Leute oder die Urlauber appellieren, die auch gerne oberkörperfrei durch Playa de Ingles laufen. Ich finde es einfach nicht in Ordnung, Leute. Ich habe nichts gegen euch persönlich. Außerdem ziehen sich immer die Falschen aus. Das kommt ja noch dazu. Nein, wirklich, macht das nicht. Die Einheimischen mögen das überhaupt nicht. Wenn man unten an der Playa oberkörperfrei, natürlich, am Strand sowieso. Und auch wenn da so ein paar, wenn man da mal ein Eis isst oder so, da sagt kein Mensch was. Aber im Lokal zieht bitte immer das T-Shirt an. Das gilt auch für Frauen im Übrigen, auch mit Bikini. Ich finde es einfach nicht schön. Und ihr werdet es nicht glauben, ich bin letztens, da komme ich vom Friseur in Playa de Ingles, kommt mir eine Frau entgegen. Gut gebaut, gut aussehend, gar kein BH an, Splitterfaser nackt oben. Ich denke, was ist denn mit den Menschen nicht in Ordnung? Leute, so lauft ihr doch auch nicht in München, Hamburg, Berlin oder in Bielefeld rum, auch wenn es die Stadt gar nicht gibt. Oh, bei Bielefeld-Bashing, ich hoffe, es gibt keine bösen Kommentare. Natürlich Spaß. Das ist das alte Shoppingcenter Puerto Rico, es ist inzwischen modernisiert. Prost, die Leute trinken schön ein Bierchen. Es ist jetzt, was haben wir jetzt? 14 Uhr. Und so sieht das Ganze hier aus. Und hier wieder, schaut mal. Jemand ohne T-Shirt im Shoppingcenter unterwegs. Machen die das auch in England, in Deutschland? Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht verstehen. Ja, hier ist es relativ ruhig noch. Das wird sich zum Abend hin ändern. Weil dann kommen die Leute in die Center und feiern hier und haben Spaß.
Also Puerto Rico hat sich gemacht. Die mussten natürlich auch dieses Center hier erneuern, denn ihr werdet es gleich sehen, wir kommen hier gleich in die Morgan Mall. Das ist natürlich eine harte Konkurrenz. Weil das wurde ja ganz neu gebaut und eben 2019 eröffnet. Ich sagte das ja schon und naja. Aber irgendwie ist für jeden ja auch was dabei. Schuhe. Für unsere Frauen Schuhe. Schaut mal, so weit das Auge reicht. Heute Morgen war ich mit dem Hund spazieren. Und da war Wochenmarkt. Da war Wochenmarkt in Maspalomas, gegenüber vom Holiday World, auf den Fußballplätzen. Also an den Fußballplätzen, Entschuldigung, an den Fußballplätzen war Wochenmarkt. Wir haben es jetzt 14 Uhr, ich habe noch nichts gegessen. Und habe jetzt ein bisschen Hunger, aber das halte ich aus. So Gott will, steht mein Auto nachher noch da, wo ich es abgestellt habe, weil es steht ja im Halteverbot. Also nur mit dem Hintern sozusagen. Und dann geht es nach Hause was essen. Und ich habe heute bei Facebook gerade gelesen, dass der Joe Steen, so heißt er, der Sänger, der ist ja auch, ach, wir haben ja unsere ganzen berühmten Sänger hier auf der Insel, ob das Joe Steen ist, Klaus Simon und natürlich auch der Alex Engel, der auf Mallorca der meistgebuchteste Künstler ist und die Insel richtig rockt. Ja, und der Joe Steen, und das soll ich Ihnen erzählen, der hat heute oder gestern auf dem Flughafen den Bergdoktor gesehen, den Herrn Siegel. Hat dann ein Foto und Selfie mit dem gemacht. Also, auf Gran Canaria gibt es auch noch mehr Prominenz. Außer die, die ich schon immer mal wieder erwähnt habe in den Videos. Okay, genug vom Shoppingcenter. Wir gehen in das nächste. Und zwischen den Einkäufen kann man sich hier einfach noch in die Sonne legen. Damit, wenn man sich dann schön ausgeruht hat, nochmal richtig die Kreditkarte glühen lassen kann. Die spanische Kanareninsel Gran Canaria freut sich natürlich auf jeden Euro, der hier von den Touristen ausgegeben wird, ist ja ganz klar. Wer nicht? Übrigens, da seht ihr die Flaggen, einmal links. Links ist die Fahne von Gran Canaria, in der Mitte kennt ihr die spanische und die europäische sowieso. Und gehen wir weiter. Da ist übrigens dieser tolle Sparsupermarkt. Den ich meine, der ist echt super. Super Weinabteilung. Es ist schon ein bisschen, ja, auf Delikatesse gemacht, auch stattliche Preise, aber er ist wirklich super. Wer den nicht kennt, nee, die Weihnachtssterne, sie blühen nach wie vor. Ja, also ganz schicker Sparmarkt. La Fruteria. Und voll ist es, überall. Ach, schaut mal hier. Man ahnt nichts Böses. Und da ist er schon wieder. Unser Karl. Wir haben ihn so lange vermisst. Naja, bis zur nächsten Pandemie, dann haben wir ihn wieder. Unseren lieben Karl.
Genau, hier gegenüber ist jetzt die Mogan Mall. Die Mogan Mall. Wie gesagt, 18.000 Quadratmeter. Und da gehe ich mit euch auch mal rein. Solltet ihr sie noch nicht kennen und ihr Lust habt, herzufahren. Es gibt so viele Shoppingcenter auf Gran Canaria und mal Spaß beiseite. Ich muss schon sagen, dass ich eigentlich finde, dass auch mal die alten Shoppingcenter saniert werden müssen, bevor man immer wieder neue baut. Ja. Ich meine, hier auf diesem Platz war vorher ein alter Wasserpark. Der hat es hinter sich. Ich meine, es ist auf jeden Fall eine Verbesserung, eine super Bereicherung. Aber ich meine, wir sehen ja auch, wie einige Shoppingcenter da einfach nicht mehr schön sind. Und das sollte man nicht vergessen, die auch entsprechend mit zu erneuern. In Las Palmas gibt es auch große Center, das Alicios, eines der größten Shoppingcenter hier auf Gran Canaria, würde ich sagen, richtig schön, Las Arenas, also da gibt es auch einige in Las Palmas noch, in Vecindario, das Atlantico, CC Atlantico, also zum Geld ausgeben habt ihr genug Möglichkeiten. Ja, gehen wir mal rüber. Hola steht hier, ja, herzlich willkommen, werden wir geheißen im Center und, ach so, im Übrigen, ich bin ja gerade aus dieser Richtung da gekommen. Zum Strand geht man von hier ungefähr in 10, 15 Minuten vielleicht. Vorbei am Angry Birds Park, an dem älteren Shopping Center, was inzwischen modernisiert ist. Es ist möglich, dass ich vielleicht nachher nachvertonen muss das Video, weil hier läuft Musik in diesem Center. Aber YouTuber kennt halt auch Musik, wenn sie läuft im Hintergrund und wenn man da keine Rechte hat, dann ist das schwierig. Darum gehe ich jetzt einfach mal durch. Ja, und jetzt kommt hier der große Platz, den finde ich besonders schön. Da gibt es am Abend auch immer die Wasserspiele mit diesen großen, aus diesen großen Springbrunnen, Wasserfontänen, mit Licht, Musik, also ist richtig cool. Schaut es euch mal an, würde euch sicherlich gut gefallen. Da oben habt ihr auch Gastronomie, Thai Palace, der Inder, Papis Grill, Steak Restaurant. Pad Thai Wok, thailändisches Restaurant, mag ich ganz gerne. Und ein super Italiener ist da oben, das Vinci's, wo wir sehr, sehr gerne hingehen. Auch der Sushi Max, richtig schön. Ah, da essen die Leute Eis. Kann man sich irgendwie in Deutschland jetzt gar nicht vorstellen, da auf der Straße zu sitzen und Eis zu essen. Schaut mal, wie schön. Und das müsst ihr euch vorstellen, wie gesagt, bei Nacht die Fontänen dreimal so hoch, in alle möglichen Richtungen und mit viel Licht. Ein kleines Spektakel. Ja, schaut mal hier, dieser Kanal, den mussten die natürlich lassen, weil wenn das in den Bergen stark regnet, muss das Wasser irgendwo ablaufen und dann fließt das hier lang. Kommt selten vor. Schön. Es grünt und blüht, soweit das Auge reicht, auf unserer Sonneninsel Gran Canaria. Schneeweißchen und rosenrot. Rosarot. Ah, super, oder? Ich liebe ja Pflanzen. Mag das total gern.
Und das ist hier echt gepflegt. Wenn ich manchmal so ein bisschen am Jammern bin und am Schimpfen, weil ich der Meinung bin, Leute, tut mehr, ruht euch nicht darauf aus. Und das auch speziell unsere Regierung, Inselregierung, noch mehr unsere Gemeinden in San Bartolomé de Tirajana, Mogán, ja, tut einfach ein bisschen mehr. Oft kostet es kein Geld oder wenig Geld, mal den Pinsel in die Hand zu nehmen und dafür Ordnung zu sorgen. Müll sehen wir relativ wenig inzwischen auf der Straße rumliegen. Da gehen die jeden Tag rum und machen da sauber. Also das muss man wirklich sagen, das funktioniert gut. Wobei es gibt auch immer mal wieder ein paar Ecken, die jetzt halt vielleicht auch nicht so sauber sind. Aber in der Regel hat es sich da gebessert. Die Straßen werden jetzt auch gerade wieder neu asphaltiert. Die Avenida Alemania wurde jetzt vorgestern glaube ich, neu asphaltiert. Die war auch wirklich kaputt. Und da bin ich gerade dabei, ein Haus zu verkaufen. Haben wir jetzt im März einen Notartermin. Ich glaube, die Käuferin, die hat auch schon das ein oder andere Video von mir gesehen. Also an dieser Stelle viele Grüße, Frau Doktor. Und sie bekommt direkt auch noch eine neue Straße. So, eine Sonnenblume, schaut mal. Auch an dieser Stelle ein Gruß an einen Kunden, der meine Videos in der Regel schaut. Es sind ja einige, Gott sei Dank. Und auch ein Gruß nach Kulmbach und an den Tegernsee nach München oder in der Nähe von München. So, Dio un Gelato. Schaut mal, das schaut doch. Also wenn ich das gerade so sehe, hätte ich da richtig Lust drauf. Schaut mal, wie schön. Hola. Leckeres Eis und Waffeln und Crepes und was sie alles so haben, also wirklich leckere Sachen für die Kiddies, ein bisschen zum Krabbeln. Schönes Shoppingcenter, definitiv, ich finde es toll. Wir haben noch andere schöne, aber so, hier gibt es noch einen Hyperdino, einen großen Supermarkt, finde ich auch klasse. Sehr, sehr, ich glaube, das ist sogar ein Superdino, genau, das sind ja die ganz großen Hyperdino-Märkte, die Superdinos. Hier haben wir Tiki Taco. Ja, ein Mexikaner sozusagen. Und dahinter kommt dann noch McDonald's. Da gehe ich auch noch hin und dann werde ich mich so langsam von euch und aus Puerto Rico verabschieden. Da ist er, der Dino vom Hyperdino. Ja, die Leute suchen ein schattiges Plätzchen. Also ich denke mal, im Schatten werden sie so 4, 25 Grad sein. Vielleicht ein Ticken zu warm für die Jahreszeit. Aber die Touristen und wir, die hier leben, wir finden es klasse. Der Sommer, muss ich sagen, war ziemlich heiß hier. Heißer als in den anderen Jahren. Aber gut, man hat ja fast überall Klimaanlage und ich weiß auch Mallorca. Ich war auch auf Mallorca im Sommer. Da habe ich auch meinen Berufskollegen getroffen, den Marcel Remus. Und ja, und da war es auch sehr warm. Schau mal, die Rosen. Hübsch, gell? Ja, der Marcel Remus, der war da gerade am Haus verkaufen. Und wir hatten uns da getroffen. Schön, ja. Also das ist hier wirklich gepflegt. So liebe ich das, so muss das sein. Wenn man möchte, dass Menschen irgendwo Geld ausgeben, ihr hart erarbeitetes Geld irgendwo in irgendeinem Laden, in einem Restaurant lassen, dann muss man sich einfach den Arsch aufreißen und sich Mühe geben. Und das sind keine Floskeln, das ist einfach so.
Ich kann es nicht verstehen, wenn ich in manches Restaurant komme. Wir haben so viele gute Restaurants. Ich würde jetzt, glaube ich, noch eine halbe Stunde erzählen, wenn ich sie alle aufzählen würde. Aber ich könnte genauso gut auch einige Restaurants nennen, wo ich sage, Leute, was wollt ihr? Wollt ihr nur Geld verdienen? Habt ihr gar keine Berufsehre oder Ethik? Und zu sagen, Mensch, wir wollen das top machen, wir wollen den Gast zufriedenstellen. Weil wenn dem so ist, wenn man das an erster Stelle setzt, ja, alles andere kommt danach automatisch, dann wird man auch Geld verdienen. Und so ist das halt. Gebt Gas, gebt euch Mühe, seid nett und freundlich. Freundlichkeit kostet schon mal gar nichts. Und dann funktioniert das. Ja, hier McDonald's noch am Ende. Und ja, ihr habt gleich noch das Wort zum Sonntag jetzt von mir gehört. Sorry dafür, aber ist halt so. Ich sage halt auch, was ich denke. Ich möchte niemandem zu nahe treten, niemanden beleidigen. Auf gar keinen Fall. Und wenn ich mal auch mal einen Spaß mache über unsere Bundesregierung, das ist ja in unseren freien Ländern Gott sei Dank erlaubt. Und darauf sind wir auch sehr stolz. Und deswegen muss die Demokratie auf jeden Fall erhalten bleiben. Auch wenn es manchmal schwer zu verstehen ist, was da momentan alles so los ist. Wir können einfach nur auf Besserung hoffen. Aber naja, ich sage immer, nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch. Das ist in jeder Beziehung so, wenn man sich mal streitet oder naja, wenn man mit dem Arbeitgeber mal nicht so zufrieden ist oder mit dem Arbeitnehmer. Man sollte auch manchmal auf die Zähne beißen, zurückstecken und vor allem nach Lösungen suchen. Das finde ich ist immer ganz wichtig, nach Lösungen suchen. Und am Ende lieb miteinander sein, weil es hilft uns ja alles nichts. Es hilft ja alles nichts. Wir müssen ja mit der Situation umgehen, wie sie ist. Und ja, in diesem Sinne am Ende noch das Wort zum Sonntag. Sorry für mein Geschwafel, aber so ist das halt. Macht euch noch einen schönen Tag, egal wo ihr seid und wann ihr dieses Video seht. Oder eine schöne Nacht oder eine gute Nacht, wenn ihr es am Abend seht. Und ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Freue ich mich über ein Like oder ein Abonnement. Ich verdiene mit YouTube kein Geld. Ich habe doch keine Werbung geschaltet. Das macht YouTube alles selbst. Und so soll das auch bleiben. Ich werde auch niemals Werbung schalten. Nur die Sachen, die selbst da drauf knallen. Aber die müssen ja auch von irgendwas leben. So, ihr Lieben, also in diesem Sinne, alles, alles Gute. Bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste. Und ich sende euch viele sonnige Grüße von Gran Canaria. Wenn ihr es möglich machen könnt, finanziell, zeitlich und was alles immer dazugehört, urlaubstechnisch, dann kommt hierher, genießt das Wetter, unterstützt unsere Insel. Wir freuen uns. Macht's gut und bis bald. Schöne Grüße.